Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Eine weitere Folge ETS2 auf dem Weg nach Luxemburg. In der letzten Folge das Kettenlaufwerk hier noch geholt. Dann noch ein paar Meter gefahren und habe noch getankt zwischendurch. Und bin jetzt hier mal auf dem Parkplatz gefahren, habe jetzt mal eine Tasse Kaffee getrunken und eine Bockwurst gegessen mit Brötchen und fahren jetzt mal so langsam weiter. Dann müssen wir auch, wenn wir in Luxemburg sind, vielleicht mal zur Werkstatt fahren, weil es gibt nämlich nochmal jede Menge neue Teile für den Volvo. Die größere Kabine. Und aber erstmal müssen wir jetzt den Auftrag hier fertig fahren. Und dann würde ich sagen, ja, wir haben neue hier Interiorlight. Ja, sehr schön, grün, sieht geil aus. Okay, wir fahren los. Zu leise. Soundlautstärke. Gegen höher gehen. Weiter geht die Fahrt. Am Kreisverkehr. Blau und grün. Sieht schon geil aus. Muss man so sagen. So, A8. Müssen wir hin. Das war nämlich der Parkplatz, wo uns in der. Was in der letzten Folge oder vorletzten Folge, wo wir weitergefahren sind, wo ich mich verfahren hatte. So, dann zeigen wir auch hier irgendwo noch ein Funkgerät. Da ist hier noch nicht drin. Ein funktionierendes Funkgerät soll das auch noch Elefanten sein. Hab mir nochmal ein paar Mods runtergeladen. Jede Menge. War nicht wenig. So. Boah, jetzt sehen wir dann mal. Die Werkstatt sind Interior, Eco, Außen, also Außenteile. Ah, und wir haben jetzt auch einen Radarwarner. Habe ich mir jetzt auch mal besorgt. Könnten wir uns vielleicht in den nächsten, beim nächsten Werkstattaufenthalt mal einbauen. Wenn irgendwo ein Blitzer steht, dann fängt er an zu piepen. Ja, hört sich schon geil an. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, Interiorlight, also Schalter, Lichtschalter etc. alles blau, aber das wäre zu krass blau. Das wäre zu viel zu gut. Wenn wir mal jetzt den Auftrag abgeliefert haben, dann sollten wir eigentlich noch mal
etwas gut im Plus sein. Ist ja nur die Frage, wie lange es hält. Weil ich würde gerne, hätte er gerne das größere Führerhaus, das XL-Führerhaus. Weil das, was wir jetzt haben, ist hier Low Roof, dann geht's ja Mittel- und High Roof. Die Sonne geht auch sehr schön. Was ist denn hier? Bitte links. Könnte ich eigentlich gerade mal was schauen, aber... Dass das auf die Schnelle funktioniert, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, das muss ich mal gucken. Mach schon später. Ne, Funkgerät gibt es dann erst in Größe und voraus. Oh, ich sehe gerade, wir haben sogar USB-Anschluss. Visual Display und Navi-Anzeige. Ja, ein USB-Anschluss. Verrückt. Voll ausgestattet. Aber dass wir jetzt in der Folge das noch schaffen mit Abladen, das glaube ich jetzt eher weniger. Also in der nächsten Folge ist ja nicht so schlimm, wir haben ja Zeit. Kein Stress, viel Arbeit. Ja, das zweite Grafik-Modpack. Habe ich jetzt 5 GB runtergeladen. Also das sind 7 Dateien mit jeweils 1 GB. Das sind insgesamt 7. Aber in der letzten Folge hatte ich erwähnt, das sind 6. Das sind 7 Dateien, quasi 7 GB. Das ist ein großes Grafikpack. Das habe ich jetzt noch ganz gedownloadet, weil die Dateien so groß sind. Das noch ein bisschen dauern, weil der ist jetzt ein bisschen, also ich denke mal zur nächsten, spätestens übernächsten Folge ITS2 habe ich dann auch das neue Grafik-Modpack drin. Schön. Ich liebe hier Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Das ist immer wieder ein Phänomen. Es ist ein Genuss, es ist wunderschön. Wahnsinn. Und vor allem sehr atmosphärisch. Gefühlvoll.
glaube, es ist Latitude. Ja, ja, das sagt mir auch noch was. Ja, vor allem, wenn ihr selbst fahren wollt, Führerschein machen und dann irgendwo bei der Firma anfangen. Wenn man das nötige Kleingeld dazu hat. Weil ich glaube, Apple-Führerschein ist mittlerweile ganz schön teuer. Was ich schon eigentlich ein Normalsterblicher eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Man das sein wie die Mini-Schals von der Scheibe zittern. Die wackeln ja nicht so, also schwingen nicht so schön mit dem Leer, die sind ja nur am Zittern. Mal schneller, 500 Meter. €66. Ja, sieht ja eine Klasse aus. So, wir können mal gerade mal schauen. Wo sind wir denn? Wie sieht's aus? Er lädt. Komm, jetzt sagt nicht, dass Splatsch aufgegangen. Hallo. So. Irgendwie. Oh nein. Okay, ich muss mal kurz die. Ne, es geht. Ne? Oh, oh, oh. Was ist los, Freunde? Was ist denn hier los? Ah. Jetzt ist er richtig so. Oh. Kurz vor Leo. Oh ja. Oh, 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 oh. Das ist auch noch. Mein lieber Scholli. Die Show mit müssen wir hoch. Noch 557 Kilometer. Ah, das ziehen wir auf einer Backe durch. Wir sind es ja gewöhnt. Demo. Sender. Oh, wir fahren hier gerade aus. Ja, ich werde langsam müde. Wir haben jetzt 23.36 Uhr. Heute am 1. Mai, Freitagabend. Nach der Aufnahme gehe ich jetzt auch in die Kuh hier. Achtung,
Deswegen nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal so Schlangenlinie fahre. Ja, schön mit Ketten befestigt an Seiten. Aber wenn wir schon mal in Leo sind, dann kann man auch mal ein bisschen außen an sich schließen. Was? Vielleicht schlüsseln sie ja an Autofahrer vorbei, also rein. Ja, wir sind, denken wir dran. Jawohl, das, klar. Naja, nicht schlimm. Hätte ja auch können früher rüberfahren. Und jetzt kein 8 drauf, aber. Oh, hier wird schwer gebaut. Komm, gib Gas, bevor es nochmal rot wird. Oh, Feuerwehr. Es ist aber immer noch nicht, wenn man das Bett hier hinten zu glänzt. Jetzt wird es eine Glasscheibe. Das haben sie gut gemacht mit dem Sound im Tunnel, das hört sich verdammt gut an. Aber wir sind immer noch mit der 1,37 und in der Beta. Beta-Teilnahme. Geht offiziell raus, 1,37. Was bremst du dann jetzt? Dann geht's bergauf. Na, Scheibe zu. Was ist denn denn? Alter, ohne Worte, Freunde, ohne Worte. Wahnsinn.
Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Auto di Alonso. Also der wird jetzt auf jeden Fall überholt. Strecke. So, Freunde, würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss. War jetzt noch ein Stück, weil das sind ja noch ein paar Kilometer bis da hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Genießt eure Tasse Kaffee. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Allo. Bis.